片付いた。何が？お尻の形。Hm? Was ist jetzt? Das war nur eine Erinnerung. Ja! Ja! Und willkommen damit wieder zurück zu Corpse Party, zu Chapter 2. Und weiter geht's bei uns. Wasn't that Nakashima's voice? Also sie hat sie anscheinend gehört, die Mrs. Shishido. Sie hat geschrien. Was soll ich tun? Oh, ich kann nicht zulassen, dass meinen Kindern, meinen Schülern was passiert. So. Nee, ich bewege sie noch nicht. Oh, die Ayumi, die weint und zittert. Also es ist alles okay, sie soll sich beruhigen. Sie hat Angst, weil sie hat auch die Naomi gehört. Also die hyperventiliert. Die muss runterkommen. Vielleicht war das gar keine richtige Stimme. Und hat sich vielleicht nur so angehört wie eine. Vielleicht war es das Gebäude. Also dass es geknirscht hat und dann sollte sich das angehört haben wie ein Schrei. So, sie geht mal nachgucken. Findet raus, was es wirklich war. Und die zwei sollen dann hier bleiben. Oh, die will nicht alleine sein. Und der Yoshiki passt jetzt auf die Ayumi auf. Also jetzt soll der Yoshiki, der möchte gucken gehen und die Mrs. Shishido soll da bleiben, aber sie will das nicht.
will, dass die zwei aufeinander aufpassen. Und er sagt, sie soll aufpassen. Und sie weint trotzdem. Luke, she will be fine. Also sie, der wird schon nichts passieren. Ich zähle auf dich, Kishinuma. Sie ist bald wieder zurück. Okay. Also sie hat auch ziemliche Angst und ihre Beine zittern. Sie weiß auch nicht, was los ist. Sie kann ihr in ihrem Kopf dreht sich alles und sie weiß auch nicht, was sie machen soll. My chest, ich glaube, das ist die Brust, ne? Die Brust schmerzt wie das Herz. Dizziness. Oh je, Nausea. Also Dizzy ist, glaube ich, durcheinander. So. Aber sie will trotzdem gucken gehen, weil sie kann es nicht ertragen, dass die Möglichkeit besteht, dass den Kindern was passiert. Dann kriegt sie neue Kraft und will den Kindern helfen. Wir können immer noch nichts machen. Color thine is education. So, jetzt können wir uns bewegen. Ja, nochmal herzlich willkommen zurück zu dem neuen Kapitel von Corpse Party. Wir sind jetzt schon at 2. Und wir haben ja gerade die Erinnerung gesehen von... Hier steht schon wieder so ein Topf. Also da ist auch Pippi drin. Das? Tiny Ripple Glow is nested among the debris on the ground. Take it. Ja, wir nehmen das mal mit. Ein Powerstein. Was ist denn so? Siri? Ah, I think that really was a scream we heard. Huge, sorry. Find something? Ich war noch gar nicht gucken. Ein Rubin. Oder ein Amethyst. Sind Amethysten nicht lila? Und Rubin rot? Kishinuma, you can identify gemstones? No, not really. Shinozaki is the one to ask for that kind of stuff. Also die Shinozaki weiß das. Das ist, glaube ich, die Naomi Shinozaki. Is that so? Well, maybe I should give it to her. Give it to... Yeah. Nee, das ist die Ayumi, ne? Oh, mit den Vor- und Nachnamen komme ich immer durcheinander. Ja, die Ayumi ist Shinozaki. Oh Gott, das ist so durcheinander. Also mit den Nachnamen und Vornamen. Gott sei Dank. Sagen die nicht alle Summer und Sun und Chan? Okay, dann versuchen wir es mal weiter. Also wir hatten ja die Erinnerung gesehen, dass die Naomi ja gesagt hat, sie will irgendwann mal 4 Kinder und dass die... Oh, wie heißt er denn jetzt? Oh, mit den Namen kommst du... Ich finde es immer sehr kompliziert mit den Namen hier. Kommt man so durcheinander. Auf jeden Fall wissen wir ja, dass die eine sich gehangen hat und die Naomi wollte noch helfen, aber ich weiß jetzt nicht, wo wir lang gehen sollen. Wir gehen erstmal hier rein. Da ist schon wieder sowas. Ein Purple Stone. It's a key. Ah! Ein Schlüssel. Nehme ich den mal mit. 3A. Und ein Zettel. No teachers allowed on the third floor. Okay. Also keine Lehrer erlaubt im dritten Flur. Also von der dritten Etage. Return home immediately those who remain here. Ja, wir würden ja gerne nach Hause. We'll go hungry and die of starvation. Boah, war das eklig gerade. Poor
poor money all alone. He must be one hungry kitty bin. Oh, sie hat eine Katze. Die arme Kitty. Gehen wir mal hier rein. Konnten bis jetzt noch nicht speichern. Hier ist nichts. A disturbing large amount of human hair is glued to a cabinet beneath each cell overflowing. Lang Haar. Looking closely, there are an excessive number of bugs campering all over the site alone of enough. Oh je. Also manchmal sind die Sätze so. Ich weiß nicht. Ich krieg die dann nicht hin, auf Anhieb, und wenn ich die dann aber so übersetze wie in den Anfangsfolgen, dann komischerweise kann ich die. Aber nur weil irgendwie ein Wort ist, was mich total irritiert. Breaking News. Serial kidnapping ends in murder. Over the past months, numerous children have gone missing with the town and authorities quickly turned to kidnapping. It's most likely explanation. Now investigators have located the whereabouts of these children, and their findings are far worse than anyone could anticipate. The bodies of the absconded youths covered with the Hampley Horse Elementary School building on September 18 at around 7 p.m. Motors further. Alive but near catatonic, cold. Yeah, but it's scissors. Each of the corpses had its tongue shot. Just torn, and the bottom half of the article is nowhere to be found. Also, da war wohl. I had something about this once before, but I never realized just how horrific an incident it really was. Da ging die Tür auf. Da ging es jetzt darum. Hä? War hier vorher schon der Gang? Ich glaube schon. Da ging es darum, dass die da an dem 18. verschwunden sind, so gegen 7 Uhr, und dass der Mörder halt katatonisch war und Scheren in der Hand hatte und die Zungen abgeschnitten waren von den vermissten Leuten. The door is now unlocked. Ja. Hä, waren wir hier nicht auch schon drin? Well, if it isn't the teacher, I all by yourself decided to stop shaking and shivering with the other two back in 1A, did you? Also er weiß, dass wir mit den anderen beiden in dem 1A-Raum waren. I will have you know, I heard one of my students screaming and have set out to find her. Also sie hat gehört, dass einer von den Schülern geschrien hat und will die jetzt finden. I see red. Oh, das ist wieder so ein Wort, regrettably. As I keep telling people, I see. It won't be possible. The school exists in a nexus where multiple dimensions overlap. It's but a single closed space in a sea of closed spaces. Also der erzählt das auch mit den verschiedenen nicht Galaxien. Wie habe ich das denn letztes Mal genannt? Oh, jetzt komme ich nicht auf das Wort. Verschiedene Räume. Wie hieß das denn? Eieiei. Ihr wisst, was ich meine. Verschiedene Ebenen, genau. Also es sind in viele verschiedenen Ebenen, die überlappen sich. Das erzählt er dann auch wieder. In other words, even though you may be in the same school as your screaming student, you and the occupy different dimensions. Also die kann die dann gehört haben, aber es kann in einer anderen Dimension sein. Which means you two can never meet. Also das soll bedeuten, dass die sich niemals treffen können. If one of you should die, perhaps your body
or your spirit may move from the space to another, or maybe you can find some means of traversing the planes freely as they do. Also entweder, die kann da höchstens hin, wenn die tot ist als Geist und dann in die Dimension wechseln. Oder... Consider this fair warning, even if you should find the exact spot from which your students scream. Also wenn die auch den Punkt findet, wovon die wo die Naomi geschrien hat. She itself made to be there, and if she isn't, they not a thing you can do about it. Also sie kann dann in einer anderen Ebene sein und die Lehrerin kann dann halt nichts tun. Aber ich habe doch ihre Stimme gehört. It is true that other children have been brought here quite recently. Children who by all appearances are indeed your students. Also es sind auf jeden Fall Leute hier hingekommen. Und es können auch die Schüler von der sein. But as I suggested, time and space do not behave as you'd assume here, they fragmented. Oh Gott. Also, dass sie halt wieder in einer anderen Ebene sein könnte. You say you heard that scream. That scream may have taken place only a few minutes ago. Or perhaps it occurred in another space many hours. Oh, da sind sogar die Zeiten verschieden. Also es kann auch sein, dass die in einer ganz anderen Zeit geschrien hat, was zum Beispiel jetzt noch gar nicht passiert ist oder schon längst passiert ist. Oh Gott. It may even have been an echo from the future to say. Ja, also es kann schon passiert sein, das kann auch noch nicht passiert sein. Also, oh, das ist so... Oh, ich hoffe, ihr versteht das, ansonsten erkläre ich das in den Kommentaren. With this phenomenon as it is, it's possible for too close space to have some small influence on the other, aber even when out of sync. It doesn't matter, I can just ignore that agonizing scream and go on my merry way, step aside. Also sie kann das nicht ignorieren und er soll endlich beiseite treten. Okay. Ich habe jetzt einfach den Geist weggedrängt. Nicht, dass der jetzt sauer ist. Okay. Bitte was? Oh, jetzt ist er wirklich böse. Step aside, why don't you fuck off? You damned corporal. Also, die ist sehr unkooperativ. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Boah, jetzt wird der böse. Earthquake. Schon wieder ein Erdbeben. Ne. Ah, nein, nicht sterben. In all the world, the most untrustworthy individuals of them all, are your school teachers. Also der hasst die richtig. Der hasst die Lehrer. All you care about is your own self. Worum die sich kümmern, ist um ihr eigenes Leben. You're not worried about your students, you're just worried about responsible if something should happen to them. Dem ist scheißegal, was angeblich mit den Kindern passiert. This is really, really hurt. Oh, it's too big. All the same, every last one of you. And I won't be taken in by your lies anymore. Also, er glaubt, sie lügt, dass es gar nicht um die Kinder geht. Dass die dem nur Lügen auftischt. Alle gleich sind. Taken in? When you see a problem among your kids, you just keep your distance because you sure wouldn't want to get involved. Have to keep appearances, right? Und wenn irgendein Problem mit den Schülern ist, dann würde die sich distanzieren, sich nicht einbinden. Pick out the problem children and chip away at them little by little until they either drop out or get expelled. Die würde sich irgendein Problemkind aussuchen und chip away little by little until they either drop. Oh Gott. Oh, discipling them. Oh Gott.
that's not ever met a teacher who actually care about her students, not one. Also der Geist hat wohl noch nie einen Lehrer gesehen, der sich wirklich an seine Schüler erinnert. You're wrong. Ist das falsch? Also der Geist, der hat gerade den Schrank auf die fallen lassen und anscheinend tut dir der noch weiter weh. All of these students are destined. Oh, heute ist echt spät. To starve to death in the godforsaken halls if they don't succumb. Depression isn't good. Also die Schüler sind in der Schule hier total godforsaken. Also Gottes. Oh Mann, ich hasse das, wenn mir die Worte nicht direkt einfallen. Gottlos, kann man sagen. Ich hoffe. Es gibt keinen Ausgang. Die werden alle hier sterben. Weniges. Ja, ich hasse, wenn mir die Wörter einfach nicht einfallen. Also einen sinnlosen Tod sterben. Was auch getan hat. Ich glaube nicht, dass sie an die Lehrerin denken, wenn sie ihren letzten Atemzug tun. Any last words, bitch? What? I tell that to your students and their miserable lives. Also, der Geist wird den Schülern sagen, dass sie gestorben ist. Dass ihr ein miserables Leben zu Ende ist. Spare. Come again. Spare my students. Also lass meine Schüler in Ruhe. Halt sie da raus. What was that? Bitte? Bitte. I don't. Es interessiert mich nicht, was mit mir passiert, aber bitte lass meine Schüler leben. Das sind nicht deine, oder lass meine Kinder leben, das sind nicht deine Kinder, you're not the Mutter. Willst du wirklich, dass, willst du dich wirklich für sie, also sie beschützen? Filthy liar, did you know? Also sie ist eine Lügnerin. Wenn sie hier stirbt, wird sie den Schmerz immer spüren, die sie jetzt gerade auch spürt beim Sterben. Dust, the pain must be unerringer. Dust, ich weiß gerade nicht, was das heißt, aber wenn er das Dust kaputt macht, dann wird diese Schmerzen haben. Für immer. Ask me to spare you. It's what you really want, isn't it? Be honest with me. I consider sparing life. Also, er will sie dazu zwingen, dass sie sagt, bitte verschone mein Leben. Und wir sagen aber nicht spare me. Wir wollen. Also so wie ich das machen würde, würde ich wollen, dass meine Schüler weiterleben. Und auch wenn wir jetzt abkratzen. Don't you harm a hair on their heads. You hear me? Ah, also tu meinen Kindern halt nichts an. Also. Ich krümme ihn nicht mehr ein. Ha, hast du mich verstanden? You are one stubborn little bitch. Oh, Kacke, wir werden jetzt sterben. Habe ich das Falsche gewählt? Oh nein. Oh oh, jetzt kratze ich wirklich ab. Ich habe wirklich das Falsche gewählt. This is excruciating. I think my ribcage is broken. Oh, die hat sich die Rippen gebrochen. Also sie fühlt, dass das Ding runtergedrückt wird mit einer richtig, mit einer superhuman, also übermenschlichen Stärke. Und sie verliert ihr Bewusstsein. Does it hurt? Oh, poor baby. Äh.
Seine Leiche wird aufplatzen wie die Seite von einem Frosch. Also dann wird da alles rausquillen, wie bei einem Frosch, der überfahren wird. Lecker. Alle. Leben. Oh Gott. Ich liebe euch alle. Oh nein, ich bin wirklich gestorben. Scheiße. Oh, hoffentlich lässt er die Kinder jetzt in Ruhe. Shit. Meanwhile. Schon wieder ein Erdbeben. Aber das ist wahrscheinlich das, was die gerade mitgekriegt hat, oder? I think it's over. Okay. Was ist los? Sie hat ein schlechtes Gefühl, sie sollten der Yui hinterher. Das ist Shishido. Was ist, wenn sie zurückkommt und sie merkt, dass wir weg sind? Wir müssen gehen. Also, er will dann jetzt auch sie suchen gehen, aber wenn sie sie nicht finden, sollen sie hier wieder in den Raum zurück. Also er möchte eine Notiz da lassen und fragt sie gerade nach dem Stift. Also irgendwas zum Schreiben. Und sie hat aber einen Stift. Kein Papier. Schreiben wir es einfach mal hier hin auf den Lehrerpult. Miss Yui, we've gone to find you and each other. You see this machine's right, right here. We will be back. Miss Yui, wir sind auf dem Weg, um sie zu suchen. Wenn wir uns verpassen, warten Sie bitte hier. Wir sind zurück. Ist es okay? It's your fault. Soll aufhören zu weinen. Sie fand die Nachricht ein bisschen forsch, anscheinend. Shut is nailed and the nails are hammered in tight. It's not going to be open any longer. Okay, die geht nicht auf, die ist vernagelt. Gut, dann suchen wir mal Miss Yui. Hey, jetzt sieht sie schon wieder anders aus. Ist der Pipi-Eimer wieder hier? Ja, der Pipi-Eimer steht hier noch. Oh, wir können hier sogar durch. Nee, da will ich jetzt nicht lang. Wir wollen jetzt erstmal da lang. Ich denke, da können wir auch nachher nochmal hin. Ich möchte mich jetzt wirklich wissen, was mit der Lehrerin ist. Kann man hier durch? Lehrer dürfen ja nicht. Jetzt bin ich versucht. Ach komm, ihr macht's einfach. Wir konnten bis jetzt aber leider noch nicht speichern. Hier ist ja gar nichts. So, man, ich trau mich nicht, was ist, wenn wir sterben? Dann müssen wir alles nochmal neu machen. If you acquired any name tags from the cops in the school, please bring them to me. I will add them to my collection. Custodian. Okay. Was war das denn? Autsch. Okay, wir dürfen hier nicht rein. Na gut, dann gehen wir wieder runter und gehen zur Lehrerin. Das hat ja jetzt nicht wirklich viel gebracht. Hier ist wieder abgeschlossen, oder? Lol. Waren wir nicht hier vorher drin? Hat die Lehrerin nicht aufgeschlossen? Don't do anything you will regret. Think of your mother and your father. Remember their faces. Also tu nichts, was dir später leid tun würde, was du später bereust. Denke an deine Mutter und deinen Vater. Du hast nur ein Leben zum Leben. Setz es weise ein, also dass es wert ist. That's not right. Why would there be something like this on a flyer in elementary school? It's like someone trying to plant the... Also...
Los, who's gonna kill themselves in here anyway? I'd rather find my way out. Also, das soll sowas sein, damit sich die Leute nicht umbringen. Okay. Ist ganz ruhig. Ist gar nichts. Das ist dasselbe, ne? Quickly turn to kidnapping. Ich glaube, ja. Ja, ist dasselbe. Mit den Zungen. Okay. Aber. Ist es kalt hier? Okay. Not to mention dark and scary. Also kalt und. Do you have anyone? Candles like a. Ach nee! Das ist die mit den Kerzen. Die hat immer die Kerzen dabei, die Ayumi. Quick breather. They give off some hurt, right? Sure. So kam die Kerze hier hin, die Naomi und die andere gefunden haben. Wie ist die denn? Shino? Deswegen kam die Familie vor. Tür wieder aufgegangen. Speichert! Okay, also die Ayumi hat die anscheinend schon da hingesetzt. Also müssen wir mal davon ausgehen, dass Naomi und die andere. Wie hieß die denn? Oh, das macht mich jetzt verrückt. Ich muss gleich wieder nachgucken. Die waren ja auch hier in dem Raum. Und die waren aber schon hier. Da war die Kerze schon hier. Also. Sind die in der Zukunft? Weil da schon die Kerze stand. Nee, stopp, Moment. Jetzt bin ich total. Jetzt werde ich total verrückt hier. Jetzt habe ich wieder ein Gedankenproblem. Also, die Kerze stand ja schon da bei Naomi. Und bei der anderen. Das heißt, dass die hier in der Vergangenheit sind. Oh Gott, ist das so kompliziert. Also wir haben jetzt gespeichert. Wir gehen jetzt weiter. So.